Bilanzen, Bilanzen und noch einmal Bilanzen. Allein 9 DAX-Unternehmen ziehen heute Bilanz oder auch Schlussbilanz. Da kommt also einiges auf uns zu. Der DAX indes, der startet zunächst einmal unverändert, rutscht dann aber ab, sodass wir schon Angst hatten. Hoppala, der wird doch nicht unter 13.300 Punkte fallen. Das hat er dann auch nicht getan, hat sich dann wieder gefangen. Die ersten Einschätzungen der Analysten sagen, ja, die Bilanzen aus der ersten Börsenreihe, sie sind durchwachsen ausgefallen. Favoriten haben wir hier mit einem Plus von 1,5% die Deutsche Telekom. Gute Zahlen auch bei der Deutschen Post, aber Experten sagen, oh, die Aktie ist im Prinzip schon relativ hoch bewertet, deswegen da kaum Bewegung. Relativ schwach unterwegs mit einem Minus von über 3% die Aktie von Siemens. Wenn wir gleich mal genauer drauf schauen, auch sehr stark unter Druck. Pro7 Sat 1, hier hat man die Jahresprognose kassiert. Sprechen wir noch schnell über die Vorgabenseite. Im Prinzip nichts Neues aus der Wall Street. Mit minimalen Gewinnen ist man dort aus dem Handel gegangen. Ganz interessant, der Nikkei-Index, da gab es eine Bergfahrt bis 23.300 Punkte, so hoch wie noch nie. Aber am Ende des Tages ging es dann doch wieder leicht ins Minus. Also die Schlussaktion hat es dann hier mehr oder weniger versaut. Jetzt gucken wir aber auf die Top-Themen des Tages und steigen ein mit dem Zahlenwerk von Siemens. Und das ist eine ziemliche Enttäuschung. Hier die Kraftwerksparte und das Thema Windkraft. Das lastet hier auf dem 4. Quartal. Da ging es kräftig nach unten. Um über 10% ist hier das Ergebnis zurückgegangen auf 2,2 Milliarden. Böse Überraschung. Damit verfehlt Siemens die Erwartungen deutlich. Aber wie gesagt, das ist ja nur das 4. Quartal. Insgesamt auf Jahresgesicht sieht es gar nicht so schlecht aus. Hier legt der Umsatz um 4% zu und der Nettogewinn um 11%. Was haben Sie als Anleger davon? Mehr Dividende, 10 Cent soll es nach oben gehen. 3,70 Euro sollen ausbezahlt werden. Wir gehen weiter. Deutsche Telekom. Ja, die Deutsche Telekom. Wir hatten vor kurzem noch darüber gesprochen. T-Mobile US sehr, sehr stark. Und das ist im Prinzip auch so der Gewinnbringer. Da schnellt das Ergebnis nach oben. Und deswegen hebt man jetzt auch die Prognose an für das Gesamtjahr. Und das kommt im Prinzip dann auch relativ gut am Markt an. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Siemens-Aktie, die ist relativ kräftig. Die Telekom-Aktie ist relativ kräftig im Plus. So rum ist richtig. Jetzt schauen wir noch ganz kurz bei Adidas vorbei, wird kurz sportlich. Adidas hat es nämlich geschafft, Nike auf dem Heimatmarkt zu schlagen. Gerade in Nordamerika. Beim Umsatz zweistellig geht es hier nach oben und Nike dagegen schwächelt, tritt auf der Stelle. Insgesamt sieht es auch beim Umsatz bei Adidas relativ gut aus. In allen Regionen, außer in Russland, da steigert man sich. Ja, also Turnschuhe und Trikots finden nach wie vor reißenden Absatz. Wir gucken noch ganz kurz auf den DAX. Der startet mehr oder weniger unverändert, geht dann aber doch in die Knie. Dow Jones, wie gesagt, mehr oder weniger unverändert. Euro und Gold mit leicht positiven Vorzeichen. Jetzt mache ich eine kleine Pause. Den zweiten Teil mit den weiteren DAX-Bilanzen sehen Sie im zweiten Teil dieses Marktüberblicks.